Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Kanal C2B. Ja, vom Kanal C2B stelle ich in der Regel immer neue Sneaker vor, also vor allem Sneaker, die nicht so einfach zu bekommen sind, die ein bisschen was Besonderes sind. Darüber hinaus eben so ein bisschen Klamotten, die ich mir dazu hole und eben auch generelle Sneaker-Themen, die mich und eben auch euch interessieren. Also wenn ihr neu auf dem Kanal seid, auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Abo dalassen. Heute möchte ich wieder mal ein ganz normales Sneaker-Review machen, also euch einen Schuh vorstellen, den ich letzte Zeit bekommen habe, und zwar ist ein mega, mega schöner Dunk. Und zwar ist der Nike Dunk Low in dem Lemon Colorway. Viel Spaß damit! Jo, da haben wir die schönen Dinger auch schon. Also wie ich gerade meinte, der Nike Dunk Low in dem Lemon Colorway, der jetzt vor kurzem rauskam zu einem Retailpreis von 110 €. Meiner Meinung nach einer der schönsten Dunks seit einer Weile, der rauskam. Resale-technisch geht er auch mega ab, also die normalen Dunks gehen ja so für 150 € im Resale so ungefähr. Der geht sogar für 250 € im Resale. Aber was ich mega, mega cool von dem finde, weil es eben der Lemon Colorway ist und ich den bei 43,5 eben gewonnen habe, hat man nicht nur den Schuh dazu bekommen, sondern eben auch ein bisschen Special Stuff. Und zwar hat 43,5 hier noch ein bisschen so ein Lemon-Kit mitgeschickt, finde ich mega, mega cool. Also man hat hier quasi alles dabei, um sich quasi Zitronen anzubauen, feiere ich übelst. Also eben einmal hier so ein Lemon-Pot, wo man quasi dann die Blumenerde reintun muss. Hier ist Blumenerde drin, vermutlich mal, und hier eben Zitrone, wo man dann einfach den Kern nimmt und einfach hier einpflanzt. Und eben auch so eine Instruction hier, also wirklich mega, mega cool, mega kreativ von 43,5. Wirklich absolut coole Idee, wirklich Shoutouts an 43,5, feiere ich mega die Idee. Und dann würde ich sagen, kommen wir zurück zum Lemon Dunk und ziehen jetzt ein bisschen die Details rein. Ja, weiter geht's mit dem Lemon Dunk. Also wie ich gerade schon meinte, eben kam jetzt vor kurzem raus, 110 € Retail. Wirklich absolut cooles Ding. Aber würde ich sagen, machen wir es ganz normal mit den C2B Reviews und ziehen jetzt auf jeden Fall erstmal die Box rein. Ja, die Box auf jeden Fall eigentlich, ich denke, die meisten von euch werden sie kennen. Ich habe auf meinem Kanal schon mehrere Dunks vorgestellt. Ist eine ganz normale Nike Dunk Low Box. Also keine SB Dunk Box oder so, sondern eine ganz normale Nike Dunk Box. Die eben komplett rot ist, mit einem weißen Nike Logo hier vorne drauf. Einem weißen Nike-Logo hier auf der Seite und dann eben hier unten vorne drauf das Size-Tag. Der Schuh an sich findet auf jeden Fall ganz normal true to size, also ich habe bei dem eine 42 genommen, wie bei allen Dunks eigentlich im Prinzip, oder bei allen Jordans eigentlich auch. Nur müsst bei dem aufpassen, der kommt eben in eine Women's Size Run raus, also ihr müsst bei dem quasi, wenn ihr eine ganz normale 42 haben wollt, was ja normalerweise eine US 8,5 entspricht, dann eben eine US 10 Women nehmen, also einfach 1,5 eben draufrechnen. Wenn ihr bei den US Sizes eben gucken wollt, da eben einfach nur aufpassen, ansonsten vom Sizing her ganz normal, wie jeder andere Dunk oder wie jeder andere Jordan, ganz normal true to size. Innen drin ist der Karton jetzt nicht so besonders special, also ein bisschen Papier innen drin und dann eben ein bisschen Karton, so ganz normal, wie eben Nike-Karton eben so aussieht. Und dann würde ich sagen, hauen wir den Karton beiseite und ziehen uns die Dunks rein. Ja, der Lemon Dunk Low, wirklich echt ein schönes Ding, finde ich. Also generell schon mal auf den ersten Blick viel Gelb natürlich, klar ist auch der Lemon Dunk. Aber würde ich sagen, ziehen wir uns mal alle Details rein, weil der wirklich echt schöne Details und wirklich echt absolut nice Details am Start generell. Also wie ich eben schon meinte, erstmal grundsätzlich erstmal ein gelber Look am Start auf jeden Fall. Also wir haben hier überall schon das, ja, so leichtes Nubuck, würde ich sagen. Nubuck-Leder überall rundherum, ist kein Wildleder, aber auch kein Glattleder. Sowohl hier an der Seite als auch die Toebox, auch von der Lederqualität auf jeden Fall echt vollkommen in Ordnung. Das ist eben, die Toebox ist eben in weiß, die Seitenpartien eben auch in weiß. Nur eben die ganzen anderen Partien sind eben in so einem schönen, ja, ich würde mal sagen, etwas dunkleren Gelb gehalten, wirklich sehr, sehr clean. Dann haben wir ein bisschen heller oder ein bisschen kräftigeren Gelbton im Swoosh drin. Auch so leichte, ja, so Punkte drauf, würde ich sagen. Also wie so eine Oberfläche von der Zitrone sieht das eben aus. So, ja, gepunktet würde ich es einfach nennen. Dann wirklich ein sehr, sehr cooles Detail hier auf der Seite ist dann eben diese kleine Zitrone hinten. Was man ja von den SB Dunks so kennt, meistens wenn das Collabs sind, da haben die meistens immer so ein kleines Logo hinten dran. Kennen wir bei den normalen Nike Dunks eigentlich eher weniger, aber finde ich cool, dass bei dem gemacht wurde. Ist ein bisschen Abwechslung und wirklich ein nices Detail. Dann auf der Heel eben auch ein Nike Logo, weiß mit gelbem Hintergrund. Auch das Gelb ist nochmal ein bisschen anders als die restlichen Gelbtöne am Schuh. Also wirklich echt ganz viele Gelbtöne am Schuh generell. Sonst Heel eben hier unten auch noch ein bisschen gelb. Klar, dieses normale Nubuck hier an der Seite. Das ist dasselbe wie auf der Heel, also auch sehr, sehr clean. Natürlich auch dann gelbe Laces drin, aber auch eher so cremegelbe Laces, würde ich sagen. Finde ich auch farblich absolut geil. Gibt keine extra Laces, also wirklich nur die Laces dabei. Das sind ganz normale Flat Laces. Aber klar, was will man da auch sonst groß reintun? Weiß würde eventuell noch passen, aber ich denke, dann hört es auch schon auf. Also ich denke, gelb und weiß wären die einzigen Laces, die man reinmachen kann. Aber auf der Zunge dann eben noch ein Nike-Logo in gelb, also auch nochmal ein bisschen kräftigeres Gelb. Die Zunge auch ein bisschen special, würde ich sagen. Also ich würde mal vermuten, das soll nett sein. Also ich
bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke mal, Zitronen kommen ja meistens in einem Netz, also die kauft man ja selten einzeln, sondern eben in einem Netz drin. Und ich würde sagen, dass dieses weiße Netz hier vorne drauf genau das sein soll. Ich werde es euch in den Details auf jeden Fall mit einblenden. Erkennt man sonst sicherlich ein bisschen schlecht. Finde ich aber auch echt eine coole Anlehnung an die Zitrone, feiere ich auf jeden Fall. Und ja, ansonsten haben wir eben eine ganz normale Dunk mit Sole, eine weiße. Ich denke, ihr kennt sie mittlerweile auch. Ich habe euch ja schon viele Dunks vorgestellt. Und dann eben eine Gum Sole, also eine Gum Out Sole. Finde ich sehr, sehr cool. Hatten wir jetzt bei den letzten Dunk Releases eigentlich nie, soweit ich weiß. Finde ich mega cool. Passt auch mega gut zum Konzept, finde ich. Also rein farblich passt die Gum Sole wirklich super zum Schuh, finde ich. Ja, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr nice. Kann auch sein, dass die Gum Sole vom Braun her jetzt auch so ein bisschen an die Zitrone angelehnt ist, weil die auch ein bisschen, ne, hat die eigentlich nicht. Okay, egal. Keine Ahnung, warum es eine Gum Sole gibt, aber auf jeden Fall, ich finde, die passt farblich super dazu, ist wirklich nice. Und generell einfach ein super, super schöner Schuh, finde ich. Dann auf jeden Fall noch, last but not least, in der Innensohle das Nike-Logo, auch in Gelb. Darf natürlich auch nicht fehlen. Und was ich auch sehr, sehr nice finde und sehr hochwertig, ehrlich gesagt, ist das Innenfutter hier oben. Das haben auch nicht alle Nike Dunks, dass die so ein schönes Futter hier oben haben. Sehr bequem auf jeden Fall. Ich hoffe, man kann es sehen. Wenn nicht, werde ich ein paar Detail-Shots einblenden. Auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Und ja, dann waren es eigentlich auch die Details am Lemon Dunk. Lass uns noch ein bisschen über die Qualität vom Schuh reden, weil ich finde ja, bei den Dunks wird momentan ja viel diskutiert über die Qualität, weil es echt viel Schmutz gibt, der da so rauskam in letzter Zeit. Dagegen ist der Lemon Dunk, muss ich sagen, wirklich gut verarbeitet, also sowohl Lederqualität finde ich in Ordnung, ist jetzt wirklich jetzt kein absolut geisteskrankes Leder, aber es ist wirklich schon ein sehr, sehr gutes Leder, würde ich sagen. Da bekommen wir wesentlich krasseren Schmutz bei manchen anderen Dunks. Klar, auch der Dunk ist jetzt nicht hundertprozentig gut verarbeitet. Wir haben auch ein bisschen Klebereste außenrum. Hier vorne hängt ein bisschen was weg. Keine Ahnung, ob man es sehen kann. Also es ist nicht so geisteskrank gut verarbeitet. Also es ist wirklich kein High-End-Sneaker so von der Verarbeitung. Aber trotzdem wirklich stabil. Also wirklich in Ordnung verarbeitet, würde ich sagen. Leder an sich schon echt in Ordnung. Wie gesagt, ein paar Klebereste am Start. Aber gut, lässt sich oftmals auch nicht vermeiden. Aber jetzt würde ich mal sagen, so wenn man es mit einem, ich sag mal, mit dem Panda, also mit dem schwarz-weißen Dunk vergleicht, da ist der viel, viel schlechter von der Qualität und von der Verarbeitung als der hier. Ich denke, deswegen sind die Resale-Preise auch ein bisschen höher und deswegen geht er auch für ein bisschen mehr Geld weg, weil es eben einfach ein cooles Konzept ist und eben nicht so ein Standard-Dunk, weil momentan kommen ja gefühlt 3 Dunk-Colorways in der Woche raus, so auf Yeezy 350 V2 angelehnt irgendwie. Und da finde ich den auf jeden Fall ein bisschen eine coole Abwechslung und mal ein bisschen was Besonderes bei den Dunks. Und einfach auch ein cooles Konzept, ein stimmiges Konzept. Feiere ich auch mega mit dem 43,5, dass sie eben dann auch ein bisschen so ein Grow-Kit mit reingetan haben. Wirklich sehr, sehr nice. Und deswegen bekommt der Schuh von mir auf jeden Fall auch eine 9 von 10. Ich finde wirklich absolut gelungen. Also wenn die Verarbeitung noch ein bisschen besser wäre, wäre es wirklich eine 10 von 10. Weil ich finde, klar ist es ein gelber Schuh, aber trotzdem ist er nicht so krass gelb, dass er jetzt irgendwie nicht zu nichts passt. Sondern ich finde, den kann man fast zu allem anziehen. Der ist wirklich super, super clean. Wirklich schöne Gelbtöne, wirklich echt Understatement und nicht so heftig. Und wirklich coole Details auf jeden Fall. Verarbeitung, wie gesagt, ist okay. Deswegen hat er wirklich eine 9 von 10 verdient, finde ich. Und ja, dann im ganz groben und ganzen war das auch mal ein Video schon zum Nike Dunk Lemon. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Dunks so style oder wie ich die eben so schnüre, dann checkt gerne mal die letzten Videos von mir aus, wie ich euch beide auf jeden Fall hier oben verlinkt. Könnt ihr gerne mal auschecken. Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Like da lassen. Über ein Abo würde ich mich immer freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.